Letzten Freitag am nördlichen Eingang der Gaggenauer Hauptstraße vor der Filiale der Volksbank steht ein Umzugswagen, denn bereits in wenigen Tagen soll das Gebäude abgerissen werden. Seit Montag gehen die Kunden für ihre Bankgeschäfte einfach auf die andere Straßenseite. Für den Kunden wird sich nicht viel ändern. Er wird alle Bankgeschäfte, die er bisher in der bisherigen Filiale abwickeln konnte, wird auch hier machen können. Wir haben auch das komplette Beratungsprogramm. Also er kann sich hier genauso informieren und beraten lassen wie bisher auch. Die Genossenschaftsbank wird hier in Gaggenau gut 10 Millionen Euro investieren. Die Hauptstraße erhält ein neues Gesicht. Im Neubau sollen neben der Bankfiliale weitere Gewerbeflächen und zahlreiche Wohnungen entstehen. Die Bauherren freuen sich über Unterstützung aus dem Rathaus. Die Stadtverwaltung hat sich voll ins Zeug gelegt, sage ich mal salopp. Wir hatten innerhalb von 2 Monaten die Baugenehmigung und werden auch sehr unterstützt, wenn es um Detailfragen geht. Bisher läuft es sehr gut. Ich hoffe, dass das so weitergeht. Nach dem Zusammenschluss der Volksbank Baden-Baden-Rastatt mit den Filialen, unter anderem in Bad Rotenfels und Gernsbach, soll hier in Gaggenau die 3. Hauptfiliale für noch mehr Kundennähe im Murgtal sorgen. Es wird so sein, dass Gaggenau künftig sich zur Hauptfiliale für das Murgtal etabliert. Das heißt, von Kuppenheim bis Vorbach wird die Leitung des Murgtals hier in Gaggenau platziert sein, was auch heißt, dass natürlich ein großes Maß an Beratungsleistung hier angeboten wird. Wir werden die Mitarbeiterzahl verdoppeln und insoweit natürlich wird Gaggenau, die Hauptfiliale Gaggenau, ebenbürtig sein mit der Kundenzentrale in Baden-Baden und der Kundenzentrale in Rastatt. Am 4. März beginnen die Abbrucharbeiten des alten Bankhauses. Einen Monat später laufen die Tiefbauarbeiten bis hinunter zum Murgfelsgestein an. Und ab Anfang Mai wird bereits am Neubau gearbeitet. Für die direkten Nachbarn wird es sicherlich auch Lärmbeeinträchtigungen geben. Die LKWs fahren nicht geräuschlos, aber das lässt sich nicht vermeiden. Der Bauaushub ist sehr groß, also wird sicher einiges für die Stadt hier an Belastung kommen. Aber ich glaube, das muss man in Kauf nehmen, wenn man anschließend ein ordentliches Stadtbild haben will. Die Fertigstellung der neuen Murgtal-Hauptfiliale der Volksbank in Gaggenau ist für November 2014 geplant.